Hallo, hier bei Johannas Landgemüse. Heute zeige ich euch, wie wir aus eingelegten Bismarck-Hering Sahnehering machen. An Gegenständen brauchen wir heute eine Waage, unser Schneidbrett, ein scharfes Messer, mehrere Schalen. Die große Schale brauchen wir nachher für unseren eingelegten Hering. Dann diese mittlere habe ich halt für den Abfall mir bereitgestellt und noch zwei kleine Schalen für Zwiebel und Apfel. An Zutaten brauchen wir heute 250 Gramm eingelegten Bismarck-Hering, 200 Gramm Sahne, 200 Gramm 4%ige Kondensmilch, 15 Gramm Essig, 2 Gramm Zucker, einen Apfel, der sollte nach dem Schälen bzw. nach dem Kleinschneiden und Entkernen, ich werde ihn nicht schälen, ungefähr 100 Gramm ergeben. Eine Zwiebel, die auch nach dem Pellen und Kleinschneiden ungefähr 80 Gramm ergeben sollte und etwas Salz aus meiner Salzmühle. Ist eigentlich ganz einfach. Wir geben einfach unseren Bismarck-Hering hier rein. Der hat jetzt noch ein bisschen Wasser nachgezogen vom Einlegen. Die Sahne dazu. Die Kondensmilch dazu. Ihr könnt auch nur Sahne nehmen, nur ich nehme halt Hälfte, Hälfte. Wegen der Kalorien, weil die Kondensmilch hat nur 4%. Ich würde aber nicht nur Kondensmilch nehmen, weil dann kann es sein, dass es durch die Säure, durch den Essig ein bisschen grisselig wird. Jetzt packen wir den Essig dazu, den Zucker dazu und rühren das Ganze schon mal ein bisschen um. Die können wir schon mal ein bisschen verteilen, die Heringsteile. Wenn ihr nicht so viel Soße mögt, könnt ihr auch einfach nur die Hälfte der Flüssigkeit nehmen. Nur ich mag es ganz gerne mit viel Soße, weil wir dazu immer dann Kartoffeln essen, damit man dann auch noch so ein bisschen was für die Kartoffeln hat, damit man sie besser runterbekommt. Sonst ist das immer so trocken. Ich habe mir jetzt noch ein kleineres Messer dazu geholt, weil ich bei meinem neuen japanischen Messer echt ein bisschen Schiss habe, dass ich mir jetzt in die Finger säble, wenn ich den Apfel entkerne. Also einfach in der Mitte durchschneiden, vierteln. Ach, die wollte ich ja nehmen für den Abfall. Kerngehäuse rausschneiden. Jetzt lege ich das dann erstmal zur Seite. Wenn ihr sowas wie einen Alligator habt oder so Gerätschaften, wo ihr es gleich in Würfel schneiden könnt, dann könnt ihr das jetzt machen. Mein Alligator ist kaputt gegangen nach langen Jahren, weil ich den echt extrem beansprucht habe. Also werde ich jetzt die Äpfel hier mit der Hand schneiden. Und zwar in so kleine Streifen erstmal. Mit dem Messer geht das ganz gut, weil der Griff flacher ist als die Klinge. Deshalb kann ich immer so runterfahren. Nur passt echt auf eure Finger auf. Ruckzuck hat man sich da geschnitten. Weil nicht so einfach gleich hinten schräg läuft. Das gleiche jetzt quer nochmal und dann habt ihr richtig schöne kleine Stückchen. Wenn ihr größere Stückchen gerne mögt, könnt ihr es natürlich auch größer schneiden. Dann hat man noch ordentlich was zu kauen zu dem Fisch. Jetzt meine kleine Schale. Und genauso schneide ich jetzt den Rest des Apfels. Den Apfel haben wir fertig, kommen wir zu der Zwiebel. Da schneide ich wieder das Köpfchen ab, das Unterteil ab. Das sind übrigens noch eigene Zwiebeln. Und jetzt ziehe ich hier die erste Hautschicht runter. Jetzt einmal in der Mitte durchteilen. Jetzt können wir es genauso wieder machen wie bei dem Apfel. Und schneiden die Zwiebel klein, dass jetzt nicht alles erwischt, was weggerutscht ist. Wenn ihr es noch kleiner haben möchtet, könnt ihr jetzt hier anfangen, auch so zu hacken. Mir reicht das so, ich habe immer ganz gerne ein bisschen was zum Kauen.
Bei Zwiebeln müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, die können in Flüssigkeit schnell gären. Ihr könnt sie jetzt in einer Pfanne so ein bisschen anwellen, sagt man dazu. Und dann sind sie halt länger haltbar. Gerade im Sommer ist das manchmal ein Problem, dass es dann schnell gärt. Jetzt, wo es noch draußen kalt ist und wo ich genau weiß, morgen wird das gegessen, ist das kein Problem, weil es ja auch gleich in den Kühlschrank geht. Zwiebeln jetzt einfach hier mit hinein. Genauso die Äpfel. Die Äpfel sorgen jetzt noch für so ein bisschen Süße und Fruchtigkeit. Das Ganze einfach umgerührt. Und ich nehme jetzt hier wieder einen Teller zum Abdecken. Das Ganze geht jetzt bis morgen in den Kühlschrank, damit es schön durchziehen kann. Und dann wird es dazu Pellkartoffeln geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.